Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Glück auf, liebe Schalker. Wir begrüßen euch hier zur Auswärtsfahrt aus dem Kia Sportage. Abi, haben wir schon Karneval? Ja, Andreas, soweit wie ich weiß, ist es erst im Februar. Aber scheinbar zurzeit hier bei uns in Schalke ein bisschen vorgezogen. Ja. Wir werden sehen, was noch weiter auf uns zukommt im Verein. Ja, ich sag mal, so ein Trainerwechsel bringt ja immer Unruhe rein. Du hast ja früher auch als Trainer gearbeitet und als Spieler, kennst die ganzen Sichtweisen. Wer kommt denn jetzt? Also wer kommt, weiß ich nicht. Ich habe nur die beiden Pressekonferenzen gesehen. Einmal hier von Knebel und unser Manager. Die wussten auch wahrscheinlich gar nicht so richtig, wen sie da auf dem Zettel haben. Ja. Ich kann es ja auch nicht sagen. Vielleicht, ich persönlich habe ja immer gesagt, dass Büskens das machen sollte. Er geht aber, glaube ich, in das zweite Glied rein. Ja. Kreuzer darf es nicht machen, weil er keinen Fußballlehrer hat. Ja. Was für mich sowieso schon komisch ist, dass einer in der Bundesliga arbeitet ohne Fußballlehrer. Ja. Ist eigentlich verhältnismäßig selten in einem Bundesliga-Verein. Ja, und du weißt, Paderborn wird sicherlich auch keine einfache Geschichte werden, weil wir haben auch nur einen Punkt mehr als wir und Paderborn, ja, da muss man, die darf man nicht unterschätzen. Ja, ich sag mal, das Problem haben wir ja grundsätzlich. Alle sind immer heiß auf Schalke, ne? Gerade jetzt in der zweiten Liga und geben den letzten Blutstropfen. Da wird es ja immer doppelt schwer, jetzt auswärts zu gewinnen. Wie sieht denn dein Tipp aus? Ja, mein Tipp würde ich sagen, wenn wir einen Punkt holen, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen, weil eben die Situation zurzeit so ist. Ja. Es ist vieles durcheinander im Verein, ja. Aber wie gesagt, ich traue der Mannschaft trotzdem unentschieden in Paderborn zu. Man darf aber auch nicht vergessen, Paderborn, die spielen zu Hause manchmal sehr defensiv. Zu Hause in Magdeburg haben sie, als sie 1-1 gespielt haben, haben sie ein 3-4-3 gespielt. Zu Hause haben sie mit 5 Mann letzte Mal gespielt in der Fünferkette. Also ich weiß gar nicht so richtig, die Mannschaft einzuschätzen. Jetzt kommt Kruse, der ja verletzt war, auch wieder. Ja. Mit Platte, da haben sie vorne einen sehr guten Mann. Also man muss trotzdem aufpassen, dass man da nicht untergeht. Ja, also spielen die wirklich zu Hause dann eher defensiv und lassen den Gegner kommen? Ich glaube eher, dass die das spielen werden, ja, weil ich glaube, die großen Möglichkeiten haben sie nicht, um Mannschaften niederzuspielen, sagen wir mal so. Ja, ja gut, wir werden es sehen. Das Spiel ist sicherlich richtungsweisend, es kann immer gut sein, neue Besen kehren gut, aber jetzt wird ja wohl erstmal der Co-Trainer als Interimstrainer da auftreten. Ja. Kann einen Schub geben vielleicht oder... Ja, er hat ja gesagt in der Pressekonferenz, was ich gesehen habe, ich werde es anders machen als Thomas Reis. Muss er ja. Ja, aber wundert mich auch ein bisschen, wenn ein Co-Trainer sowas sagt, ich würde es anders machen. Warum hat er denn nicht mit dem Thomas Reis zusammen gemacht? Das irritiert mich immer so ein bisschen. Ja. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die ich nicht ganz verstehe. Und trotzdem wünsche ich ihm natürlich... dass er dann Sieg für uns holt, weil wir brauchen den unbedingt. Ja, klar. Sonst haben wir noch mehr Chaos und du weißt, gegen Hertha BSC wird es auch nicht zu Hause einfach. Absolut. Ich sag mal, wir stehen auf dem Schneidepunkt. Wir müssen jetzt Punkte holen. Wir sind immer in Zugzwang. Das hat natürlich auch viel Druck, ja, für die Mannschaft. Ich hoffe auch, dass wir in Paderborn einen Punkt holen, mindestens. Ich bin sogar so ein bisschen optimistischer und sage, wir schaffen den Dreier. Ja? Ich habe nichts dagegen. Also du weißt, wir würden uns immer freuen, wenn unser Verein gewinnt. Ja, aber klar. Wie gesagt, es ist schwer in der Situation, weil doch ein bisschen alles durcheinander läuft. Vielleicht kann man gegen Hertha wahrscheinlich dann eher einen Sieg holen als jetzt in Paderborn. Also du meinst, zu Hause sind wir trotzdem immer noch stärker als auswärts? Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Ja, dann sag ich mal, wir beide drücken die Daumen. Ja, ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte. Wir sind mit jedem Punkt zufrieden. Ja, wünschen euch auf jeden Fall auch, dass ihr ein gutes Spiel sehen werdet, genauso wie wir. Toi, toi, toi und verabschieden uns bis zum nächsten Autotalk. Glück auf. Glück auf, liebe Schalker.